Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Let's Play, wie wir heute eine Karte installieren. Da hat jemand mal einen Kommentar geschrieben hatte, dass er das gerne sehen möchte. Machen wir das Ganze jetzt einfach mal. Wir sind hier unterwegs auf der OMSI Webdis, eigentlich der Hauptseite für all mögliche Mods, für Karten, für Busse, für Fahrzeuge, für Repaints, für Tauschbörse, für all möglichen Kram eigentlich. Genau. Wir haben, wie gesagt, die ganzen Suchfilter hier schon mal so grob aufgelistet. Hier gehen wir mal auf Karten. So, da suchen wir uns mal eine kleine Karte raus. Gehen dann hier auf... hier auf Niederberg. Da auch wieder als kleines Beispiel sehen wir vorausgesetzte konventionelle Erweiterung Bad Hügelsdorf 2020. Das benötigt ihr, damit ihr die Karte überhaupt spielen könnt oder auch installieren könnt, weil sonst funktioniert die Karte halt einfach nicht, weil die ganzen Objekte fehlen. Auch hier haben wir mal schön ein paar Bilder dazu. Eigentlich eine schöne, nette kleine Karte mit einer Linie. Ist cool gemacht. Zur kleinen Abwechslung. Ja. So, hier haben wir, dann sehen wir Downloads, zwei Dateien. Das eine ist ein README. README ist im Prinzip eine Anleitung, falls was ich hinkriegt und dies, das und wer da alles mitgearbeitet hat. Und ja, hier sehen wir die Version 1.0 von der Map. Da würden wir jetzt auf Herunterladen gehen. Da wir das Ganze schon gemacht haben, ist es jetzt hier schon aufgetaucht. Wir öffnen das Ganze. Empfehlen tue ich euch das Entpackungsprogramm WinRAR, was eigentlich am einfachsten ist. Dann gehen wir mal in den Ordner. Wir machen es einfach mal so wirklich Schritt für Schritt. Ich habe das jetzt alles mir schon an Schnellzugriff geheftet. Aber wir wollen es ja so machen, dass es verständlich ist. Bei mir ist lokaler Datenträger C, wo es abgespeichert ist, genau auf Programme 86. Gehen dann auf Temp. Entschuldigung, auf Steam. Gehen dann wieder auf Steam Apps. Auf Common. Gehen dann auf den Ordner OMSI 2. So, da sehen wir, dass hier alles da ist. AILIS, Furry Paints, all mögliches Zeug, was in OMSI 2 drinne ist. Wir können es so machen, wir können jetzt den Vehicles-Ordner aufmachen und das hier immer das aufmachen und das immer alles hier reinziehen, dass man das so machen. Aber wir können es auch einfach so machen. Wir markieren uns das Ganze von hier bis Addons, weil das so ist, wie gesagt, die README. So, da wird das Ganze reingezogen und verarbeitet das Ganze ein bisschen und ja. Dauert kurz, geht eigentlich immer ganz schnell. Und ja. Genau. Kurzen Augenblick warten. So, er kommt wahrscheinlich gleich Dateien im Ziel ersetzen. So, da sehen wir jetzt, dass Elemente verschoben worden sind nach OMSI 2. So, da sind im Ziel 3543 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden. Sprich, das heißt, die sind schon im Ordner drin. Dann gehen wir nämlich einfach auf Dateien im Ziel ersetzen. So, dann verarbeite das Ganze nochmal kurz. So, jetzt sehen wir, es ist alles jetzt im Ordner drin. So, wenn ihr es noch ganz einfach machen wollt, wegen der Hofdatei, geht ihr hier bei WinRAR einfach auf Vehicles, geht auf den BAT2 Solo und da seht ihr, habt ihr die Hofdatei. Die zieht ihr im Prinzip, wir machen es einfach mal schnell,
nehmen wir jetzt mal einmal ein Overhaul, da zieht ihr einfach die Datei rüber und zack, könnt ihr auch mit diesem Bus dann da fahren. Das war's eigentlich schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.